Ja, bei uns jetzt Regina Halmich. Schön, dass du kurz Zeit für uns hast. Jeder kennt dich noch aus deiner aktiven Boxkarriere, aus deiner aktiven Laufbahn. Jetzt ist es schon ein paar Jährchen her. Wie geht's dir heute? Worauf legst du heute deinen Fokus? Ja, ich bin zwar keine aktive Profisportlerin mehr, aber Sport spielt nach wie vor eine sehr große Rolle in meinem Leben. Also ich kann es mir einfach nicht ohne vorstellen und ich trainiere auch nach wie vor 3-4 Mal die Woche. Das ist einfach so ein Körpergefühl und als Leistungssportler bleibt es auch. Jetzt bist du ja hier auf der FIBO. Man kann sich davon überzeugen, dass sich im Fitnessbereich einiges tut. Was hat sich für dich persönlich im Sportbereich im Vergleich zu früher geändert? Was hat sich da getan? Ja, es hat sich unheimlich weiterentwickelt. Das Training sieht man ja jetzt zum Beispiel auch hier, werbe ich für EMS, ja, also Elektrostimulation. Das war vor 10, 12 Jahren, steckte das noch in den Kinderschuhen. Also da hat sich wirklich einiges getan. Oder eben auch im Freestyle-Bereich oder dass man wieder hergeht und sagt, man trainiert mehr mit seinem eigenen Körpergewicht, dass man nicht mehr auf die ganz schweren Gewichte setzt. Ja, also da... Ich sage immer, die Fitnessbranche, die schläft nicht. Also da gibt es wirklich immer wieder neue Trends. Und man muss einfach dann für sich selbst herausfinden, was macht Sinn und was ist eben nur eine Modeerscheinung. Jetzt ist Technologie das eine. Das andere ist auch so ein bisschen das Persönliche, der Coach. Was hat für dich einen größeren Einfluss auf den Trainingserfolg? Die Technologie an sich oder eher der Trainer? Ich glaube, beides ist ganz wichtig. Also ich kann mir ein Training ohne persönliche Betreuung nicht vorstellen. Also mir ist es ganz wichtig, dass ein Trainer dabei ist, dass die Übungen gut erklärt werden. Ja, gerade auch für Anfänger halte ich das wirklich für sehr sinnvoll. Also ich bin da mehr für die Qualität. Aber ich sehe es auch ein für Leute, die einfach wenig Zeit haben, dass die dann zu Hause trainieren oder online oder eben sich ein Gerät zulegen, wo sie trainieren können. Da gibt es wirklich die vielseitigsten Möglichkeiten. Bei mir ist wirklich die persönliche Betreuung, das ist für mich das Wichtigste. Aber ich denke, dass die Message überhaupt ist einfach, dass man überhaupt trainiert, dass man etwas für seinen Körper tut. Ja? Also die Zeiten, wo man nur noch zu Hause sitzt und gar nichts für sich tut, das ist, glaube ich, definitiv vorbei. Also man sieht ja, die Fitnessstudios, die sind voll, die boomen und der Körperkult, der ist schon da auf jeden Fall. Neben EMS ist das Functional Training ein ganz großes Thema, schon seit 2, 3 Jahren. Da sind ja auch ganz, ganz viele Elemente aus dem Boxen mit dabei. Also Seilspringen gehört dazu, Training mit dem Medizinball, um nur 2 Sachen zu nennen. Worauf führst du das zurück, dass das jetzt in den letzten Jahren wieder verstärkt so im Kommen ist? Ja, ich sag ja, der Trend geht wieder dazu hin, dass man erstens mal einfache Übungen macht, auch mit dem eigenen Körpergewicht. Man braucht gar nicht so viele Tools, also so viele Hilfsmittel, sondern man kann wirklich mit sich selbst, wenn man da fit auf dem Gebiet ist, kann man wahnsinnig viel anfangen und kann auch trainieren. Und ich glaube, so sehr Hightech boomt, umso mehr gehen die Leute wieder dahin und sagen, hey, ich nehme einfach mal eine Kiste und spring drauf, wieder runter, mach Kniebeugen, geh in den Plankstütz. Also es gibt wirklich genügend Dinge, die so simpel sind, aber eben effektiv. Und ich glaube, das hat man auch beim Functional Training entdeckt und gemerkt. Deswegen ist die Effektivität, die ist einfach da. Und ich baue das auch immer wieder bei meinem Boxcamp-Training mit ein, auf jeden Fall. Also es sind sowohl die Elemente des Boxens als das Functional Training an sich. In dieser Kombination ist es einfach unschlagbar gut. Ja, und zurück zum EMS. Also so stark wie in diesem Jahr war das Thema noch nie. Eigene Halle, Wahnsinn, was hier für Stände sind. Worauf führst du das zurück, dass das so gut ankommt bei den Leuten, dass das so stark wächst, das Thema EMS? Das lässt sich ganz einfach erklären, weil bei dem Muskelstimulationstraining bekommt man in kürzester Zeit Ergebnisse. Das heißt, nach 5, 6 Trainingseinheiten spürt man, es macht was mit dem Körper, man wird definierter, die Haut wird straffer, das mögen die Frauen immer sehr gerne. Deswegen, das spricht einfach für sich. Also man muss über EMS nicht reden, sondern man kann Ergebnisse präsentieren und daran orientieren sich die Leute. Und ich glaube auch, dass das in Zukunft wirklich noch sehr viel stärker vorkommen wird, auch in den Fitnessstudios. Jetzt ist ja EMS ein Training, das auf Technologie basiert sehr stark. Was denkst du, was
kommt da noch in Zukunft? Was erwartet uns da noch? Denkst du, das wird eine immer wichtige Rolle spielen, das Thema Technologie im Fitnessbereich? Ich glaube, die Mischung macht es ganz einfach. Ja. Auf der einen Seite back to basics, einfache Trainingseinheiten mit dem eigenen Körpergewicht, aber eben auch dann mal in den Bereich der Technologie. Diese Mischung, die macht es einfach, die finde ich wahnsinnig interessant. Und ich sage immer, nichts ist schlimmer als ein einseitiges Training. Man muss einfach offen sein für alles und jeder findet dann so die richtige Zusammenstellung für sich heraus. Abschließende Frage, eine persönliche Frage. Jetzt hat man dich in der Vergangenheit nach deiner Karriere öfter mal im TV gesehen. Verschiedene Projekte hast du da gemacht. Was ist da für die nähere Zukunft geplant? Also ich bin ja auch immer noch Markenbotschafterin für Fitness First und entwickle Trainingsprogramme, bringe jetzt aber im Herbst eine eigene Adidas Fitnessbox Kollektion auf den Markt für Frauen. Also ich bin immer gut beschäftigt und gebe ja auch immer noch Training, Specials, habe Kooperationen mit verschiedenen Firmen, ich halte Motivationsvorträge. Also ich bin deutschlandweit gut aufgestellt, viel unterwegs und auch recht gut angekommen in meinem Leben danach.